Herzlich willkommen zu einem weiteren Format hier auf meinem Kanal und da der Transfermarkt nun bald beginnt, beschäftige ich mich hier mit den aktuell interessantesten Gerüchten zu einigen Spielern. Und dabei habe ich mich in der ersten Folge für Johannes Geis von Mainz 05 entschieden und erkläre nun zuerst einmal, was diesen Spieler besonders begehrt macht. Der 21-jährige Geis spielt nun schon seine zweite starke Saison bei Mainz 05 und ist unter Trainer Martin Schmidt absolut gesetzter Stammspieler. Seit er vor 2 Jahren für knapp 1 Million Euro von Greuther Fürth nach Mainz gewechselt ist, hat er für die 05er bereits über 70 Pflichtspiele absolviert und damit trotz seines geringen Alters enorm viel Bundesliga-Erfahrung gesammelt. Obwohl er als zentraler Mittelfeldspieler eher für die Spielgestaltung zuständig ist, hat er sich bereits als sehr offensiv stark erwiesen und bereitet etwa jedes vierte Spiel ein Tor vor oder schließt selber erfolgreich ab. Zudem ist er deutscher U21-Nationalspieler. Als erster Interessent wäre Borussia Dortmund zu nennen. Bei ihnen steht Ilkay Gündoğan vor dem Absprung und Sebastian Kehl hat seine Karriere beim Pokalspiel in Berlin beendet. Zudem würde Geis auf seinen früheren Trainer Thomas Tuchel treffen, der ihn in seinem ersten Jahr bei Mainz sehr gefördert hat und nun die Nachfolge von Jürgen Klopp antreten wird. Allerdings wird Dortmund in der kommenden Saison nur in der Europa League und nicht in der Champions League vertreten sein. Ein weiterer Bundesliga-Verein, der sehr an Geis interessiert sein soll, ist Schalke 04. Den Königsblauen steht nach dem Abgang von Di Matteo und der Neuverpflichtung von André Breitenreiter wohl ein Umschwung bevor. In diesem Team könnte Geis bereits Champions League Erfahrung sammeln, allerdings ist die Frage, ob er in ein so unsicheres Umfeld, wie es bei Schalke aktuell herrscht, wechseln möchte. Der dritte Interessent kommt nicht aus der Bundesliga, sondern aus der Serie A und hatte, laut einiger Medienagenturen, bereits den Zuschlag für Geis erhalten, was allerdings durch alle Seiten dementiert wurde. Es handelt sich um Lazio Rom, die ebenfalls in der Champions League Qualifikation vertreten sein werden und mit dem ehemaligen deutschen Nationalspieler Miroslav Klose bereits einen Deutschen im Team haben. Dagegen spricht, dass dies für Geis ein komplett anderes Umfeld wäre und die Frage ist, ob er bereits den Sprung ins Ausland wagen möchte. Eine durchaus logische Möglichkeit wäre natürlich auch, ein weiteres Jahr bei Mainz 05 zu bleiben. Die Lage im Verein scheint aussichtsreich zu sein und der aktuelle Trainer Martin Schmidt würde wohl auch gerne in der nächsten Saison auf Geis setzen. So könnte er in gewohntem Umfeld einen weiteren Schritt nach vorne machen und dann eventuell im nächsten Jahr zu einem größeren Verein wechseln. Meiner persönlichen Einschätzung nach, hier in Prozenten dargestellt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Schalke 04 oder Lazio Rom Johannes Geis verpflichten, ziemlich gering. Die Chance, dass Dortmund ihn verpflichten kann oder dass Mainz ihn halten kann, schätze ich als ungefähr gleich ein. Den großen Vorteil, den Dortmund gegenüber den anderen Konkurrenten hat, ist wahrscheinlich Thomas Tuchel, auch wenn nicht sicher sein kann, dass er Geis von einem Wechsel zu seinem neuen Verein überzeugen kann. Wie sieht es mit eurer Einschätzung aus? Hier habe ich noch 2 weitere Videos von mir verlinkt. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr gerne den Kanal abonnieren. Ich bedanke mich. Tschüss.